Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mein Aufgebrauch Teil 1 im Dezember 2020. Und zwar habe ich hier einmal eine Taschentücherbox. Da habe ich hier noch eine von, die sind von DM. Diese kaufe ich immer nach. Dann habe ich einmal Geschirrspüler-Tabs, kaufen wir immer, die sind vom Action. Dann habe ich Lotspünktchen. Einmal Weichspüler aufgebraucht vom Action, der ist auch sehr gut. Kaufen wir auch immer wieder nach. Dann einmal Waschmittel vom Polen für farbige Wäsche, rote habe ich die hauptsächlich genommen. Dann einmal vom Action so ein Sprüher, der geht leider nicht mehr, ich weiß nicht. Mein Mann hat den kaputt gekriegt. Ich weiß nicht warum. Wieso? Weshalb? Ich muss mal gucken. Vielleicht kriege ich hier einen raus. Wenn ich jetzt dann einmal von CD die Cremedusche, die war sehr schön, auch vom Geruch her. Sehr winterlich. Riecht sehr gut. Dann einmal Glasreiniger aus dem Lidl war der. Der war sehr gut. Dann einmal Geschirrspülmaschinenreiniger. Ja, war gut. Dann haben wir hier einmal von Rossmann Toilettenpapier mit diesem drauf. Dann einmal Wattestäbchen, 300 Stück, die waren auch sehr gut. Erfüllen ihren Zweck. Nur mal einen Schluck trinken. Einmal die Seife vom Balier. Die war sehr gut, die Seife. Dann einmal von Sakutan die Seife. Die hat mein Mann benutzt. Ich denke mal, die war gut. Dann hatten wir einmal diese feuchten Tücher aus dem Action aufgebraucht. Die kaufe ich auch immer nach mit so Klitzschluss. Die halten länger frisch, sind gut. Und dann einmal Badesalz von Action. Das war auch sehr schön. Ich liebe ja Badezusätze. Dann hat mein Mann eine Handmaske gemacht, weil er so eine trockenen Hände hat. Fand er sehr angenehm und feuchtigkeitsspendend. Dann haben wir hier einmal ein Sprüher von Action. Jetzt versuche ich mal das Ding abzumachen, mal gucken. Muss später, glaube ich, machen. Ich gehe da weg. Das hat ein bisschen. Jetzt sprüht er die ganze Zeit, wie ihr hört.
Muss er gucken. Stelle ich im Bad hoch, falls er doch lossprüht. Dann einmal Weichspüler in Blau, der ist auch sehr schön. Dann machen wir mal weiter. Die Lippenmaske, die war sehr schön. Mit Hydrogel-Lippenmaske, die war sehr schön. Dann das Badesalz von Dresdner Sens war schön. Also die mag ich ja eh alle. Dann dieses Badesalz war auch schön. Das Duschgel habe ich im Trash im Tauschpaket gehabt und oder Trash, besser gesagt. Das ging sehr schwer raus aus der Verpackung. Sonst gut gerochen hat das. Dann einmal so eine Bonbons aus dem Action. Hat er sich nachgekauft beim letzten Besuch. Jetzt kommen wir ja nicht mehr. Einmal Duschpeeling Wassermelone von Balea. Das war sehr schön, habe ich noch ein paar Backups. Dann feuchte Allzwecktücher, die sind von Polen noch. Die waren auch sehr schön. Da ich Katzen habe, mache ich da auch, brauche ich die öfters. Dann einmal eine Fußmaske mit Peeling. Also mit diesem Perlen-Effekt, damit das abgeht. Ist sehr schön, mag ich sehr gerne. Dann habe ich hier einmal Küchenrollen, drei Rollen, 80 Blätter, waren sehr schön mit dem Motiv drauf. Sprudelbad, weihnachtliches, war auch sehr schön. Dann das Badesalz von Balea war auch sehr schön. Dann habe ich das Peeling auf, Kaffee-Peeling aufgebraucht, ja, sag ich mal, Soft Swap. War sehr schön, habe ich schon das zweite Mal. Dann einmal ein Cleaner, Nagelreiniger zum Fingernägel machen. Ich habe jetzt erst angefangen damit. Ich muss mich immer durchfuchsen. Vom Farman, das Duschgel, hat mein Mann aufgebraucht. Roch sehr frisch. Er mag jedes Duschgel. Von Erweck einen Sprüher aufgebraucht. Die habe ich ja auch immer. Nichts Negatives sagen. Dann vom Finish so ein Einhänger für den Geschirrspüler. Ja, da riecht gut. Einmal Abschminktücher von Action, nehmen wir Kokos. Aufgebraucht. Winterbeerenbad einmal aufgebraucht. Ich liebe ja die ganzen Badezusätze, also wie gesagt, ich mag die alle. Vom Dresdner Sens Schmelze für dich aufgebraucht. Wärme und Festlichkeit Badezusatz aufgebraucht. Von Trackemoon ein Badezusatz Feierabend. Dann eine Gesichtsmaske von Primark noch. Die war auch sehr schön, Feuchtigkeit spenden. Gelenk- und Muskel
Bad habe ich mir mal gemacht. War auch gut. Von Balea Hand- und Nagelbalsam aufgebraucht. Im Adventskalender letztes Jahr, glaube ich, ist das. Ein EOS Lippenbalm aufgebraucht. Die Tuchmaske vom Action, die war sehr schön. Feuchtigkeit spenden. Die Lippenmaske, die zeige ich euch ja öfters im Video. Mache ich öfters, weil ich dann nur trockene Lippen habe. Eine Cremedusche von Balea aufgebraucht. Dann das gemütliche Kuschelstunde von Dresdner Sens. Das riecht auch sehr schön. Ich liebe das. Dann einmal ein Zuckerölpeeling von Balea mit Pflaume aufgebraucht. Das war sehr schön. Erkältungsbad habe ich mir mal gemacht, weil ich ein bisschen Husten habe. Kneipp Wärme ab Badekristall einmal aufgebraucht. Dann dieses einmal aufgebraucht. Dann iPatches hier aufgebraucht. Und dann kommen die Tees, die ich aufgebraucht habe. Einmal Strawberry von Petulia Vanille. Ist sehr schön. Habe ich noch einen da. Golden Citro habe ich einmal aufgebraucht. Zwei noch da. Einer ist in Anwendung schon. Das habe ich nicht mehr da. Ich habe jetzt noch ein paar da und dann mal gucken. Orange, der war auch sehr lecker. Und der Karamell. Das sind meine aufgebrauchten Sachen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Puppy. Tschüssi.